Liebe Elisabeth, Chœur & Nom, Magnificenz und Spectabilis, werte Gäste, liebe Freunde, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum heutigen Sonntagsgespräch, obwohl schon Montag ist. Und damit zugleich willkommen zum Start der neuen öffentlichen Universitätsringvorlesung zum Thema Deutschland, Israel, Palästina. Insgesamt ist das heutige Sonntagsgespräch bereits das 11. Das nächste ist im Mai. Es thematisiert die Falle, in die zu stürzen, vielleicht auch in die gelockt zu werden, offensichtlich jedem droht, der sich auch bei hochbrisanten Themen, wie es Kant fordert, seines eigenen Verstandes bedient. Und das sogar öffentlich. Geschichte als Falle. Darüber spricht der Münchner Historiker Michael Wolfson im nächsten Sonntagsgespräch am 8. Mai, wobei die ins Auge gefasste Geschichte mit Gewissheit vor allem die deutsche, speziell die deutsch-jüdische, sein wird. Die heutige Veranstaltung ist, ich wiederhole es, zugleich der Beginn der Universitätsringvorlesung Deutschland, Israel, Palästina. Die Vorlesungen dieser neuen Reihe finden über 2 Semester hinweg in jeder Woche statt. Herzlich willkommen. Die nächste, also schon am kommenden Montag. Unser nächster Referent ist Shimon Stein, der Botschafter des Staates Israel in Deutschland. Der Titel seines Beitrags benennt das Kernproblem unserer ganzen Reihe: Deutschland und die Zukunft Israels. Unsere heutige Veranstaltung ist die einzige, die hier im Gewandhaus stattfindet. Sie ist daher auch die einzige, zu der Sie Eintritt zahlen mussten. Auch nur die Miete dieses Saales hätten weder das Budget der Sonntagsgespräche noch das der Ringvorlesung hergegeben. Zudem war von Anfang an klar, dass für den heutigen Termin auch die größten Hörsäle der Uni zu klein gewesen wären. Dem Gewandhaussaal entsprechend
begleitet das Wort auch die Musik. Ich danke unseren zwei Musiker-Duos, der Sängerin Mona Raga Inayat und Silvia Nedun, die sie soeben begleitet hat. Und ich danke vorweg dem Duo Rubin, dem Cellisten Itai Ken und der Pianistin Gabriella Gonda Ken, deren europäisch klassische Stücke wir nach dem anschließenden Grußwort des Rektors und dann nach Chomskys Vortrag noch einmal hören werden. Chomskys Vortrag wird in Englisch sein. Er wird aber konsekutiv ins Deutsche übersetzt, Absatz für Absatz. Ich danke schon jetzt unserem Übersetzer Bernhard Heuvelmann. Hoffentlich macht unser Redner seine Absätze nicht allzu lang. Noam Chomsky selber kennen Sie, zumindest einen der beiden. Der eine ist Sprachtheoretiker, der andere ein scharfer Politanalytiker. Die Leistungen dieser beiden Chomskys vor Augen wollte ich selber lange Zeit nicht glauben, dass beide miteinander identisch sind. Aber seit ich das weiß, halte ich es sogar für möglich, dass es, um den größten Philosophen dieser Universität zu benennen, auch tatsächlich nur einen einzigen Leibniz gegeben haben soll. Chomskys Vortragstitel bettet das Themendreieck unserer Ringvorlesung Deutschland, Israel, Palästina in den Kontext Europa ein. Gewiss nicht ohne dieses erweiterte Dreieck mit dem Dreieck in Beziehung zu setzen, das er schon im Titel eines seiner Bücher The Fateful Triangle, das aus seiner Sicht unheilvolle Dreieck USA, Israel, Palästina genannt hat. Frage: Ob ein Dreieck mit Europa oder Deutschland wirklich weniger unheilvoll wäre? Was den Nahen Osten, speziell was Palästina angeht, ich kenne niemanden, der sich auf diesem hochexplosiven Diskursfeld so offenkundig derart frei von jeder Furcht und Angst bewegt wie Noam Chomsky. Fast unberührt von all den Angriffen auf und den offenen und verdeckten Widerständen gegen ihn. Ich selber bewundere seine Gangart und ich glaube auch, dass man sich diese Gangart selber antrainieren kann. Was nicht heißt, dass man damit auch schon Chomskys argumentativen Wegen folgen muss. Wo werden wir ihm folgen können? Wo werden sich unsere Wege heute oder morgen trennen? Mit diesen Fragen kommen wir bereits zur Sache. Schon wer diese Fragen stellt, ist nicht mehr nur Betrachter. Schon sind wir selbst mitten in dieses Minenfeld Nahost verwickelte Figuren, zumindest Wort- und Denkakteure. Abschließend eine kurze persönliche Bemerkung. Die Verantwortung für die Auswahl der Ringvorlesungsthemen und Referenten liegt bei mir. Es gab keinerlei Versuche, meine Auswahl zu beeinflussen, genauer keinen von Seiten der Universität. Dafür danke ich dieser, insonderheit dem Rektoratskollegium. Ich danke der Universität Leipzig, dass sie mir auch in einem derart sensitiven Themenbereich den grundgesetzlich verankerten Schutz der Freiheit von Forschung und Lehre voll und ganz gewährt. Das ist keineswegs Das ist, wie ich von anderen Universitäten her selbst erfahren habe, keineswegs selbstverständlich. So, und jetzt bin ich froh, dass dieses ganze Unternehmen endlich beginnt. Noam, thank you so much for helping us to get this journey started. Sehr verehrter Noam Chomsky, sehr verehrte Frau Chomsky, sehr geehrte Frau von Wrigt, lieber Kollege Mekle, meine
sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Universität im Gewandhaus, noch dazu im großen Saal und noch dazu bei einer so großen Zahl von Zuhörern, sollte besser vielleicht auch sagen, Hörern. Meine Damen und Herren, das ist ein Ereignis, das es sonst im Jahreslauf meistens nur einmal, und zwar aus Anlass der feierlichen Immatrikulation eines neuen Studienganges zu Beginn des Wintersemesters gibt. Und der Grund, warum diese alljährliche Immerfeier im großen Saal des Gewandhauses stattfindet, ist ein ganz pragmatischer, nämlich die große Zahl der Studierenden im ersten Semester. Im letzten Jahr waren es 5.600, mangels eines eigenen ausreichend großen Raumes ist die Universität gerne Gast in diesem attraktiven Saal. Heute aber, meine Damen und Herren, so will mir scheinen, gibt es für diese Veranstaltung an diesem Ort nicht nur den auch ersichtlichen und erfreulichen quantitativen Grund, sondern ich denke, wir können zwischen Universität, ihrem Auftrag und diesem attraktiven öffentlichen Raum auch einen inneren, inhaltlichen Zusammenhang herstellen. Wozu sind Universitäten überhaupt da? Welche Aufgabe haben sie eigentlich zu erfüllen? Die Standardantwort auf diese Frage ist weitgehend bekannt, oder sie lässt sich, Sie verzeihen mir den Juristen, anhand der einschlägigen Bundes- und Landesgesetze auch rasch geben. Etwa so: Universitäten dienen der Lehre, der Forschung, der Weiterbildung und deren jeweiliger Optimierung. Aus der Sicht der Studierenden ist ihr Hauptzweck Erlernen, Einüben und Anwenden der wissenschaftlichen Methoden und Standards in den unterschiedlichen, inzwischen sehr vielfältigen Disziplinen. Und als zweite Antwort, diesmal aus der Sicht der wissenschaftlichen Forschung: Das Verhältnis von wissenschaftlicher Forschung und akademischer Lehre an der Universität sollte nach wie vor mit einem Primat in der Forschung akzentuiert werden, mit dem gleichzeitigen und nützlichen Effekt einer Qualitätssicherung in der Lehre, nämlich Lehre aus Forschung. Als Antworten auf die Frage nach dem Zweck der Universität ist diese nicht ganz ungewöhnliche Standortbestimmung, aber nicht schon die ganze Antwort. Universitäten sind außerdem der besondere Ort für das offene, meinungsfreiheitliche und furchtlose einsame wie gemeinsame Nachdenken, und diese Position ist sogar grundgesetzlich gesichert. Die Universität bildet also nicht nur Fachexperten aus, sie erzieht auch zum öffentlichen Gebrauch von Vernunft, oder sollte dies jedenfalls tun. Meine sehr verehrten Damen und Herren, an dieser Stelle kann ich vor allen Dingen nicht umhin, an meinen Vorgänger im Amt des Rektors zu erinnern, der am letzten Donnerstag viel zu früh verstorbene Professor Volker Biegel. Und dieses Erinnern ist mir gerade im heutigen Zusammenhang und an dieser Stelle ein ganz besonderes Anliegen. Denn es war sein immer überzeugend vorgetragenes Credo: In der Welt von heute, und ich zitiere, die Universität als verwirklichte Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden über ihren Ausbildungsauftrag hinaus wieder zur Stätte der geistigen Auseinandersetzungen mit den Fragen der Zeit zu machen.
Und mit diesem Zitat nun, denke ich, lässt sich der Bogen schlagen zu dem eingangs von mir postulierten inneren Zusammenhang zwischen Universität, ihrem Auftrag und diesem attraktiven öffentlichen Raum. Universität als Stätte der geistigen Auseinandersetzung, nicht nur im Elfenbeinturm oder im Gelehrtenstübchen, sondern mit Wirkung in den öffentlichen Raum, mit Wirkung in die Öffentlichkeit hinein. Meine Damen und Herren, dies zu tun, ist keine überobligatorische Pflichterfüllung von Seiten der Universität. Es ist auch nach dem Gesetz ihre Aufgabe. Und, so denke ich, eine gesellschaftspolitisch geschätzte und erwünschte intellektuelle Herausforderung ist zugleich auch ein Aspekt, der ihre lange Geschichte als besondere Institution von den Anfängen des Mittelalters bis in die Neuzeit, aber auch die Überlebenskraft der einzelnen konkreten Einrichtung erklärbar macht. Es soll eben auch heute nicht unerwähnt bleiben, dass unsere Universität in 4 Jahren ihr 600-jähriges Jubiläum begehen kann. Sie ist damit die zweitälteste deutsche Universität, die ihren universitären Auftrag ohne Unterbrechung und meistens in vollem Umfang bis heute wahrgenommen hat. Meine Damen und Herren, ich darf feststellen, dass die Universität Leipzig ihre Pflicht, Diskussionsforum, Plattform für wichtige, brisante, übergreifende Fragestellungen zu sein, dass sie dieser Pflicht nachkommt. Sie bietet seit 1992 das Studium Universale, sogar verankert in unserer Grundordnung, an, als eine fachübergreifende Veranstaltungsreihe, in der insbesondere die Wechselwirkung zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen einerseits und der Gesellschaft andererseits in den Vordergrund gerückt wird. Seit kurzem wird dieses Studium Universale ergänzt um öffentliche universitäre Reflexionen einer besonderen Art. Der Grundgedanke, Rationalität ist nicht nur auf die Anwendung wissenschaftlicher Theorien beschränkt. Viele Probleme sind letztlich Entscheidungsprobleme, für die der Blick auf die besten wissenschaftlichen Resultate zwar hilfreich sein kann, aber nicht hinreichend sein muss. Faktenwissen ist notwendig, nimmt uns aber Entscheidungen und damit auch Wertungen nicht ab. Wer wüsste das besser als ich als Jurist? Und Wertungsfragen sind aber nicht beliebig. Man kann über sie streiten. Man kann über sie streiten, und zwar mehr oder weniger vernünftig. Unsere neue öffentliche Universitätsringvorlesung setzt auf die Möglichkeit dieser öffentlichen Auseinandersetzung, auf die Optimierung von Rationalität, auch im Streit über brisante Probleme unserer Zeit. Ein Musterbeispiel für diese Art der öffentlichen universitären Reflexion war die weit über Leipzig hinaus wirkende Serie Terror oder der Krieg gegen ihn in den Jahren 2002 und 2003. Demselben Muster folgt die heute beginnende neue öffentliche Ringvorlesung zu dem Thema Deutschland, Israel und Palästina. Ringvorlesungen erstrecken sich in der Regel über mindestens ein, wenn nicht 2 Semester. Die beiden eben genannten hatten die Dauer von 2 Semestern. Das ist eine mentale Marathonstrecke von rund 30 oder bei 2 Semestern 60 Stunden. Die Kurzvariante davon ist das Sonntagsgespräch, das die Universität seit Herbst 2003 durchführt. Das Sonntagsgespräch ist auf die Zeitspanne einer Vormittagsmartinée zugeschnitten. Wie die heutige Veranstaltung zeigt, lassen sich aber beide Formen,
der universitären öffentlichen Reflexion auch miteinander kombinieren. Die rationale Auseinandersetzung mit praxisrelevanten Fragen verlangt auch nach einer Expertise aus der Praxis, schon um dem von Kant untersuchten Gemeinspruch zu entgehen, dies mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. Es kommen also in der Veranstaltung nicht nur Universitätskollegen zu Wort. In dieser Ringvorlesung zu Deutschland, Palästina und Israel werden zum Beispiel auch Arabisten, Friedens-, Konfliktforscher, Judaisten, Philosophen, Rechts- und Religionswissenschaftler und andere Theoretiker und aber auch Praktiker, Schriftsteller, Friedensaktivisten, Politiker, Militärs und die Medien zu Wort kommen. Es ist ganz unvermeidbar, dass bei so großen und heftigst umstrittenen Themen wie Deutschland, Israel und Palästina nicht nur Meinungen, sondern auch radikale, verschiedene Weltauffassungen aufeinanderprallen. Dieser Konfrontation gerade aber nicht aus dem Weg zu gehen, das ist der Zweck dieser Veranstaltung. Und zwar unter einer ganz elementaren Voraussetzung: Diese Konfrontation findet mit Hilfe des Gebrauchs von Köpfen statt, nicht mit Hilfe des Einschlagens von Köpfen. Steht dieser Unterschied erst einmal klar vor Augen, dann besteht die Chance, dass auch weitere notwendige Unterscheidungen greifen, vielleicht sogar die, deren Klärung für die jeweils anstehende Debatte am wichtigsten ist. Beim Thema Deutschland, Israel, Palästina zum Beispiel, die Unterscheidungen zwischen Antisemitismus, Antijudaismus, Antizionismus, Antineozionismus, Anti-Israelismus und zahlreiche weitere Antis oder gar Kontras. Meine Damen und Herren, es gibt, so scheint mir, derzeit kein Thema in Deutschland, das stärker provozieren könnte, also auch stärker nach unserem gemeinsamen Vernunftsgebrauch schreit, als Deutschland, Israel und Palästina. Und dabei verlieren wir in Leipzig auch empörende parteipolitische Entwicklungen auf der sächsischen Landesebene nicht aus dem Auge. Meine Damen und Herren, es gibt wohl keinen Denker, der sich zu dem Thema deutlicher, härter, kompromissloser und wirkungsmächtiger geäußert hat als Noam Chomsky. Es gibt also sicher keine Kombination von Thema und Referent, anhand deren sich Willigkeit und Fähigkeit zur rationalen Argumentation aller an der Debatte Beteiligten besser testen lässt. Ich hoffe, im Interesse der für uns alle so bedeutsamen und zukunftswichtigen Frage nach dem Verhältnis zwischen Deutschland, Israel und Palästina, dass dieser Test von möglichst vielen und möglichst gut bestanden wird. Herr Kollege Chomsky, Ihr Besuch an unserer Universität ist für uns eine große Ehre. Die Universität dankt Ihnen, dass Sie die heutige Herausforderung angenommen haben. Seien Sie uns noch einmal sehr, sehr herzlich willkommen. Vielen Dank.
don't like to ignore the circumstances, so let me just make one side comment on a very profound totalitarian ideal, which is not uncommon in parts of the West. It reached its peak in Nazism and Stalinism. It's the conviction that by criticizing the policies of a state, you're criticizing the people, the country, and the culture, identifying state policy with the population, the culture, and the society. That's the essence of totalitarianism. Ich sollte kurz darauf hinweisen, dass es in totalitären Staaten üblich ist, Völker- und Staatspolitik. Ich sollte kurz darauf hinweisen, dass es in totalitären Staaten ist, Völker- und staatliche Politik und philosophische Ansätze und Gedanken darüber alles in einen Topf zu werfen. Und mit diesen Ansätzen und diesen Vorgehensweisen sind wir in den USA besonders vertraut. So for example, the concept anti-Americanism, which one hears often, is drawn straight from Stalinism. Under Stalin, critics of the Soviet state were called anti-Soviet. Stalinists and their analogs described critics of the American government as anti-American, on the same assumption that the government has to be identified with the population, the country and the culture. Also es ist auch unter Stalin so gewesen, dass alle diejenigen Kritiker, die sich gegen Stalin ausgesprochen haben, als antisowjetisch galten. Und dasselbe ist in Amerika auch passiert, dass nämlich alle, die gegen die Regierung gesprochen haben, antiamerikanisch gesehen werden. Das heißt also, die Regierung nimmt für sich in Anspruch, für das gesamte Volk und für alle insgesamt und immer zu reden. Und alles andere ist antiamerikanisch. And the same is true of the identification of policies of the state of Israel with its society, people, and culture, so that criticism of those policies is interpreted as anti-Zionism or anti-Semitism, another straight totalitarian concept. Wenn man dann also hingeht und die Politik des Staates Israel mit dem, was das israelische Volk will und wünscht, gleichsetzt, dann kann man natürlich sehr leicht sagen, das sei Anti-Zionismus, aber das ist genauso totalitär, wie das, was ich eben dargelegt habe. In fact, those who have a good Jewish education will recognize the origins of this. It goes back to the Bible, the second book of Kings, where King Ahab, who was the epitome of evil in the Bible, calls the prophet Elijah to him and condemns the prophet Elijah as a hater of Israel. Das geht einher mit einem Bibelursprung, wo König Ebert, das Sinnbild des Bösen, den Propheten Elias zu sich ruft und dann, nachdem Elias gesprochen hat, ihn als grundsätzlich böse und antiköniglich darstellt. Das sind die Wurzeln dieser Denkweise. Ahab identifies himself with the culture, the population and the society. So since Elijah is criticizing the evil king, he's a hater of Israel. Also Elias hat sich mit der Kultur, dem Volk und der Gesellschaft des damaligen Volkes identifiziert, hat den König böse genannt und wurde dagegen dann im Umkehrschluss als böse tituliert. And it's unfortunate that the principles of Ahab, Stalin and Hitler extend to the modern period. Sorry. We've got technical problems. I'm sorry. We've got technical problems. I'm sorry. Technical problem. Yeah, I didn't hear that. It must change. I'll just repeat the last sentence. I say it's unfortunate that the Der Dolmetscher entschuldigt sich, aber es gibt große technische Schwierigkeiten. Okay.
Okay. It's unfortunate that the doctrines of King Ahab, Hitler, and Stalin carry over to the contemporary period, and it's worth thinking about. Es ist schon ein bisschen ungeschickt, dass man hier King Ahab, Hitler und Stalin in einen Korb werfen kann, aber es lohnt sich mal darüber nachzudenken, welche Gemeinsamkeiten es da gibt. Well, I hope you won't mind if I change the topic slightly to a different triangle, the United States, Israel, Palestine, with only a few comments on Europe. Ich hoffe, es macht Ihnen aber nichts aus, wenn ich das Thema etwas verändere und das andere Dreieck, das schon angesprochen worden ist, nämlich USA, Israel und Palästina, in den Vordergrund stelle. Gaining some understanding of human affairs is not an easy task. In some respects, it's harder than the sciences. Mother Nature does not provide you with answers on a silver platter, but at least she doesn't go out of her way to set up barriers to understanding. In human affairs, that's the norm. It's necessary to dismantle the barriers that are set up by doctrinal systems, propaganda, and all the devices that derive very naturally from concentration of power. Menschliche Fragen verstehen zu wollen, ist allgemein keine leichte Aufgabe. Manchmal ist es schwieriger als Wissenschaft zu betreiben und Mutter Natur bietet einem die Antworten nicht auf dem Silbertablett, aber sie gibt auch keine Mühe, Verstehensgrenzen zu errichten. Bei den menschlichen Aspekten gilt folgende Regel: Man muss Grenzen überwinden, die durch Lehrmeinungen und Propaganda und alle Methoden, die sich natürlicherweise durch die Konzentration von Macht ableiten, aufgestellt worden sind. Sometimes eminent features are kind enough to offer some assistance. For example, the professor of the science of government at Harvard University, Samuel Huntington, who explained the function of the Soviet threat. He said, "You may have to sell intervention or other military action in such a way as to create the misimpression that it is the Soviet Union that you're fighting." That's what the United States has been doing ever since the Truman Doctrine. That is correct, case by case, but such honesty is rare. As the Soviet threat began to lose its effectiveness, it became necessary to resort to other misimpressions to sell military action, but the basic observations remain true to this moment. Manchmal gibt es aber Lichtgestalten, die einem dabei helfen, solche Grenzen zu erkennen. Der Harvard-Professor Samuel Huntington hat die Bedeutung der sowjetischen Bedrohung einmal so erklärt. Man muss eine Intervention oder Militäraktion so verkaufen, dass der fälschliche Eindruck entsteht, man bekämpfe damit die Sowjetunion. Genauso haben es die Vereinigten Staaten seit der Truman-Doktrin immer gemacht. Und das stimmt für jeden einzelnen Fall. Aber solche Ehrlichkeit ist selten. Nachdem die Bedrohung durch die Sowjetunion ihre Effizienz einzubüßen begann, musste man sich andere fälschliche Eindrücke suchen, um Militäraktionen rechtfertigen zu können, wobei die Grundbeobachtung jedoch bis heute in bleibt. This observation illustrates a more general truism. Professions of benign intent by leaders should be dismissed. They're universal, they're predictable. That includes the worst monsters, Hitler, Stalin, Suharto, Saddam, others, and hence they carry no information. For example, the foreign minister of Iran recently declared that Iran is dedicated to the construction of democracy and in a sovereign Iraq. Perhaps that's taken seriously by state loyalists, but it's shrugged off as irrelevant by others. And the same is true when Bush and Blair and Rice and others make these same pronouncements. In fact, it's much clearer in their case, for reasons that it takes some effort to ignore. They are sometimes expressed, for example, by the prominent Middle East specialist, Augustus Richard Norton, who writes that as fantasies about Iraq's weapons of mass destruction were unmasked, the Bush administration
increasingly stressed the democratic transformation of Iraq, and scholars jumped on the democratization bandwagon. To put it less politely, while they were orating impressively about their dedication to democracy, US and British leaders were also announcing that they are among the most brazen liars in history, since they had driven their countries to war because of a single question, as they insistently proclaimed, will Saddam Hussein abandon his weapons of mass destruction programs? Hier verdeutlicht sich eine allgemeinere Binsenweisheit. Wohlmeinende Bekenntnisse von politischen Führern gehören verworfen. Sie sind so gut wie universell und vorhersagbar, auch bei den schlimmsten Monstern, also Hitler, Stalin, Saddam, Suharto und so fort. Sie enthalten keinerlei Informationen. So hat zum Beispiel kürzlich das iranische Außenministerium verlauten lassen, dass der Iran sich dem Aufbau eines demokratischen und souveränen Iraks verpflichtet fühlt. Das mag nun von Staatstreuen ernst genommen werden, wird aber von allen anderen als irrelevant abgetan. Und das Gleiche trifft auf Bekanntmachungen durch Bush, Blair, Rice und all die anderen zu. Und in Ihrem Fall stimmt es sogar noch mehr, weil es nämlich extreme Anstrengung erfordert, es zu ignorieren. Sie werden beispielsweise mitgeteilt durch den bekannten Nahostexperten Richard Norton. Als die Gespinste, und hier ist ein Zitat, als die Gespinste über die irakischen Massenvernichtungswaffen mehr und mehr enttarnt wurden, hat die Regierung Bush zunehmend auf den demokratischen Umbruch im Irak hingewiesen und die Forscherwelt ist auf das Demokratisierungstrittbrett aufgesprungen. Oder man kann es auch weniger höflich sagen, während in beeindruckender Weise Entschlossenheit zur Demokratisierung beschworen wurde, haben die politischen Führer der USA und Großbritanniens zugleich zugegeben, dass sie zu den unverfrorensten Lügnern der Geschichte gehören, weil sie nämlich ihre Länder, wie sie immer wieder sagen, wegen einer einzigen Frage in den Krieg gezogen haben. Wird Saddam seine Pläne für Massenvernichtungswaffen aufgeben? All of that quickly disappeared into the memory hole while the media and intellectual commentary jumped on the democratization bandwagon. At the liberal intellectual extreme, they hailed the president's messianic vision, as it was called, which proved that the invasion was the most noble war in history. There were critics. The critics agreed that it was noble and generous, but perhaps it's beyond our means. The beneficiaries of our nobility are too backward, and so on. It's very hard to find an exception in media and commentary. Now, there is some evidence to support the near universal conviction. The evidence is that the President, Prime Minister Blair, and other worthies had issued the declaration, so therefore it must be true. As in sufficiently disciplined circles in Iran, I suppose, or when the dear leader issues pronouncements in North Korea. Aber das alles verschwand in der Tiefe der Gedächtnislücke, als die Medien und Kommentatoren auf die Demokratisierung aufsprangen. Als liberal-intellektuelles Extrem haben sie die sogenannte messianische Mission des Präsidenten gepriesen, die zeigt, dass die Invasion der vornehmste Krieg in der Geschichte sei. Ist es vornehm und großzügig, okay. Aber Kritiker haben gesagt, dass wir über unsere Mittel hinausgehen und dass die Nutznießer der Vornehmheit damit nichts anfangen können. Und es ist schwer, hierzu in den Medien und Kommentaren noch Ausnahmen zu finden. Es gibt aber Belege für eine beinahe allumfassende Überzeugung. Der amerikanische Präsident, Premier Blair und andere Größen haben eine Erklärung geliefert und deshalb, weil sie sie geliefert haben, muss sie auch wahr sein. Das funktioniert genauso wie in den gut strukturierten und disziplinierten Kreisen im Iran oder wenn der liebe Führer in Nordkorea Verlautbarungen herausgibt. Well, let's allow ourselves to depart from the party line. If we do, we find that Western leaders, like others,
constantly issue fervent appeals for democracy, but we also find that they play very much the role that Professor Huntington described. It's necessary to sell intervention by creating the misimpression that they are fighting for democracy. Let's nevertheless put that aside and turn to the examples that are being put forth to demonstrate that the messianic vision is now real for the first time. Gestatten wir uns aber, diese Parteilinie des Denkens zu verlassen, und damit stellen wir dann fest, dass westliche Führer, wie andere übrigens auch, immerfort glühend zu Demokratie aufrufen, dass sie aber zugleich ziemlich gut die Rolle übernehmen, die Huntington beschrieben hat. Verkaufe eine Intervention, indem du den fälschlichen Eindruck erweckst, es sei der Kampf für Demokratie. Doch das wollen wir auch mal außer Acht lassen und stattdessen schauen wir uns mal die Beispiele an, die derzeit geliefert werden, um zu belegen, dass die messianische Vision jetzt zum ersten Mal auch wirklich wahr ist. There are three examples now put forth, Lebanon, Iraq and Israel, Palestine. Lebanon we can omit quickly. The events in Lebanon followed from the killing of Rafiq Hariri, and unless the CIA and British intelligence were responsible for the bombing, the US and Britain played no role in the democratic upsurge in Lebanon. Actually, that is one of the conspiracy stories circulating in Beirut, though I don't believe it, though one can imagine why it might spread. Anyway, we can put Lebanon aside. Also es gibt drei Beispiele, nämlich den Libanon, den Irak und Israel-Palästina. Mit dem Libanon geht das relativ schnell. Die Ereignisse der letzten Wochen sind eine Folge des Bombenanschlags, bei dem Rafiq Hariri getötet wurde. Und falls weder der CIA noch das MI6 für den Anschlag verantwortlich sind, dann haben weder die USA noch Großbritannien einen Beitrag zum Aufwallen der Demokratie im Libanon geleistet. Das ist zwar eine gängige Verschwörungstheorie, die derzeit in Beirut kursiert, ich aber glaube nicht daran, obwohl man sich andererseits vorstellen kann, warum solche Geschichten kursieren. Iraq is a more interesting case. For lack of time, I won't go into it. But briefly, there were elections in Iraq in January, and they were a great success. They were success. The main success is that the U.S. and Britain were compelled to allow them to take place. The occupying forces tried in every way possible to avoid elections, but they had to back down in the face of nonviolent resistance, for which Ayatollah Sistani was the symbol. This is a real triumph of nonviolent resistance. Of course, once the elections did take place, the occupiers took credit for them, but if you look at the record, that's not what happened. They tried to block them and had to back down, not from bombers, but from nonviolent resistance, which refused to accept the orders of the occupation authorities on political and economic matters. Beim Irak, das muss ich aus Zeitgründen ein bisschen komprimieren. Also da hat es im Januar Wahlen gegeben und diese Wahlen sind ein Erfolg, aber der Erfolg ist nicht der Erfolg der Besatzer, sondern es ist ein Erfolg, dass die Wahlen abgehalten wurden, denn die Besatzer haben alles versucht, um Wahlen zu verhindern, mussten aber Schritt für Schritt klein beigeben und waren gezwungen, sie dann doch zuzulassen. Im Nachhinein natürlich wurden diese Wahlen als Erfolg hingestellt, aber sie sind tatsächlich nicht durch den Druck von Bomben abgehalten worden, sondern deswegen, weil es einen gewaltfreien Widerstand gab, wo insbesondere Herr Sistani als Symbolfigur gilt. Und aufgrund dieses gewaltfreien Widerstandes mussten die Wahlen letztlich abgehalten werden. The question now is whether the United States and Britain can be compelled to accept the outcome of the elections. There's little doubt that people voted with the hope that it would end the occupation. U.S.-run polls show overwhelming support for withdrawal of the occupying forces. That was a leading plank of the victorious Shiite alliance. Even the U.S. candidate had to include it. Blair's response was immediate, loud and clear.
the prospect of withdrawal is not contemplated. Washington made the same statement, U.S. military forces will remain whatever Iraqis want. The Wall Street Journal wrote that Washington is attempting to secure agreement on a vague promise to withdraw eventually. And there are other issues. Will U.S. pressure compel the elected officials to keep to the occupation-imposed legal structure to open the economy up to U.S. takeover? These are sure to be continuing struggles, and in this case, Europe can play a significant role, have a significant impact if it chooses. Jetzt ist nur noch die Frage, ob die USA und Großbritannien verpflichtet werden können, den Ausgang der Wahlen zu akzeptieren. Es gibt wenig Zweifel darüber, dass viele Menschen nur zur Wahl gegangen sind, weil sie die Hoffnung hatten, das bedeutet auch das Ende der Besatzung. Von den USA ausgeführte Meinungsumfragen belegen einen überwältigenden Wunsch nach einem Rückzug der Besatzungsmächte. Und das war auch inhaltlicher Schwerpunkt der siegreichischen schiitischen Allianz. Und selbst der von den USA favorisierte Kandidat musste es in sein politisches Programm aufnehmen. Aber Tony Blairs Antwort war prompt, laut und deutlich, solche Überlegungen sind noch nicht angestellt worden. Und Washington erklärte, dass die amerikanischen Truppen mindestens bis 2007 im Land verbleiben werden, ganz gleich, was die Iraker wünschen. Das Wall Street Journal schreibt, Zitat, Washington versucht auf der Basis eines vagen Versprechens, die Truppen abzuziehen, eine Einigung zu erreichen, Zitat Ende. Weitere Themen sind, dass die USA natürlich die gewählten Stellen unter Druck setzen werden, um die von den Besatzern auferlegte Rechtsstruktur zu erhalten und die Wirtschaft für eine Übernahme durch die USA zu öffnen. Man kann sicher davon ausgehen, dass es hier noch viele Streitereien geben wird und Europa kann, wenn es sich dazu durchringt und entscheidet, einen bedeutenden Einfluss auf diese Entwicklungen nehmen. Let's turn to the third example, Israel-Palestine. The most important recent event was the truce signed by Sharon and Abbas, which is a step forward. It's better to have no killing than killing, but it was a tremendous victory for U.S.-Israeli rejectionism. The framework is entirely theirs. The only substantive element is that Palestinian resistance, even against the occupying army, must cease. There is not a single word about what has always been the core issue, the programs of U.S.-Israeli takeover of valuable land and resources in the West Bank, particularly water, which is critically important. The U.S.-Israel programs to take over the occupied territories have concentrated on their water resources. Israel now uses 80% of the West Bank aquifer. That leaves Palestinians among the most water-deprived people in the world. Also, U.S. and Israel are constructing huge infrastructure projects to cantonize the population. The term cantonize, incidentally, is the one that's used by the most respected Israeli analysts. The truce contains not one word about the separation wall, which is breaking up the West Bank, overruling the judgment of the World Court that it is illegal. That was passed with only one dissent, the U.S. justice, but he dissented on technical grounds. He agreed with the basic conclusion that the settlements are all illegal, that the Geneva Conventions apply to the occupied territories, that the U.S. and Israel are carrying out grave breaches of the Geneva Conventions, which are in fact war crimes. It's rather similar to Oslo in 1993. The PLO accepted the Clinton Doctrine that UN resolutions are, as in the words of the Clinton administration, are obsolete and anachronistic. Therefore, settlement and infrastructure development continued without pause,
In fact, the peak year was the year 2000, the last year of Clinton and Barack, and it's the same now. A settlement increased 6% last year, now reaches 450,000, including illegally occupied East Jerusalem, and recent announcements effectively incorporate large regions into Israel. Kommen wir nun zu dem dritten Beispiel, nämlich Israel und Palästina. Die unterzeichnete Waffenruhe zwischen Sharon und Abbas ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, denn lieber kein Töten als überhaupt zu töten. Es ist aber zuallererst ein großer Sieg für die amerikanisch-israelische Ablehnungspolitik, denn die Rahmenbedingungen sind ganz von diesen beiden festgelegt. Kern ist der palästinensische Widerstand und selbst der Widerstand gegen die Besatzertruppen muss aufhören. Es gibt in dem Abkommen kein Wort darüber, was seit jeher das Kernthema ist, nämlich die Programme zur Übernahme von wertvollem Land und Ressourcen der Westbank durch die USA und Israel. Und hier geht es insbesondere um Wasser. Es gibt amerikanisch-israelische Programme zur Übernahme der besetzten Gebiete, die sich allein auf die Wasserreserven konzentrieren. Schon derzeit nutzt Israel 80% der grundwasserführenden Schichten der Westbank und das palästinensische Volk wird damit Teil einer Gruppe von Völkern, denen es am meisten an Wasser mangelt. Außerdem gibt es riesige Infrastrukturprojekte zur sogenannten Kantonisierung der Bevölkerung. Der Begriff der Kantonisierung ist ein Ausdruck, der sogar von den angesehensten israelischen Experten verwendet wird. Im Waffenstillstandsabkommen findet sich kein Wort über die Trennungsmauer, die die Westbank teilen soll, auch wenn sie vom Weltgerichtshof für illegal erklärt wurde, bei nur einer Gegenstimme. Und diese Gegenstimme war von einem US-Richter. Allerdings hat der US-Richter nur technische Einwände gegen diese Verdammung geltend gemacht und stimmte der Grundaussage zu. Und diese lautete: Die Siedlungen sind illegal und die Genfer Konvention muss auf die besetzten Gebiete angewendet werden. Und weiter heißt es, dass die USA und Israel massive Verstöße gegen die Genfer Konvention bis hin zu Kriegsverbrechen begehen. Hier werden Ähnlichkeiten deutlich zu dem Oslo-Prozess von 1993. Die PLO hatte die Clinton-Doktrin akzeptiert, in der es hieß, dass UN-Resolutionen laut Clinton veraltet und anachronistisch sind. Die Entwicklung einer Siedlungsinfrastruktur ging ohne weiter bis zum Spitzenjahr 2000. Und heute ist es genau dasselbe. Vergangenes Jahr erlebten wir einen Siedlungsanstieg von 6% und sprechen derzeit von 450.000 Siedlungen, wenn man Ost-Jerusalem, das illegal besetzt wurde, mitzählt. Die jüngste Mitteilungen führen also zur faktischen Einverleibung großer Gebiete nach Israel. The policies continue without any break. A few days ago, Israel announced 3,500 new homes between Ma'ale Adumim and Jerusalem. That's the continuation of a project that was designed by Rabin and Peres with the support of Clinton to split the West Bank into two parts, virtually separating the southern part of the West Bank from the central and northern regions. That also virtually cuts off the West Bank from Jerusalem, which is the center of Palestinian commercial, cultural, and educational life. The northern and central regions are virtually separated by a second salient, including the Israeli town of Ariel and others. That's another Rabin-Sharon-Clinton scheme, since extended by Sharon under the pretext of withdrawal from Gaza. Diese Politik wird ohne Unterlass fortgesetzt. Vor einigen Tagen hat Israel mitgeteilt, dass 3.500 Häuser zwischen Ma'ale Adumim und Jerusalem entstehen werden. Das ist die Fortsetzung eines Projektes von Rabin und Peres, unterstützt von Clinton, in dem die Westbank von Osten nach Westen zerteilt werden und damit der südliche Teil von den mittleren und nördlichen Gebieten abgetrennt werden soll.
Zugleich wird die Westbank damit auch faktisch von Jerusalem abgetrennt. Und Jerusalem ist das Zentrum des palästinensischen Handels-, Kultur- und Bildungslebens. Eine zweite Abtrennung der nördlichen und zentralen Gebiete erfolgt durch israelische Städte, also Ariel und andere. Und das ist einmal mehr ein Rabin-Sharon-Clinton-Plan, der seitdem noch von Sharon erweitert wurde, immer unter dem Vorwand, sich eigentlich aus Gaza zurückziehen zu wollen. After Yasser Arafat died, there were elections. The New York Times had a major story on the front page. The headline was, "Hoping Democracy Can Replace a Palestinian Icon." In fact, Arafat had been elected in a closely supervised democratic election, but the U.S. later turned against him, so that wasn't democracy. Abbas has been there before. In December 2002, the Bush administration formally reversed the long-standing U.S. official position on the critical matter of the status of Jerusalem. It declared the annexation legitimate, unilaterally reversing Security Council resolutions that the U.S. had supported since 1968, at least in words. That eliminates any residual possibility of a peaceful negotiated settlement if the vote is taken seriously. Bush also declared the arch terrorist Sharon a man of peace during his further depredations in the territories, and demanded that Arafat, who was no longer fulfilling his assigned role satisfactorily, must be replaced by a prime minister who will be expected to meet U.S.-Israeli demands. That was Mahmoud Abbas. Although, as the New York Times explained, unlike Mr. Arafat, Abbas does not have a popular following. That provides further illustration of the president's vision of democracy. When Bush announced the messianic vision to bring democracy to the Middle East, he endorsed the imprisonment of the one elected Arab leader in the Arab world in his compound in Ramallah by the man of peace. Nach Yasser Arafats Tod wurden Wahlen abgehalten und auf der Titelseite der New York Times las man die Überschrift "Hoffentlich kann die Demokratie eine palästinensische Ikone ersetzen." Tatsache ist, dass Arafat durch eine genau beobachtete demokratische Wahl ins Amt gekommen war. Aber die USA haben sich später gegen ihn gewandt und damit war er einfach nicht mehr demokratisch. Abbas hatte es früher auch schon gegeben. Und am 2. Dezember änderte die Bush-Regierung ihre althergebrachte offizielle Position zur kritischen Frage des Status von Jerusalem, indem sie die Annektierung für rechtens erklärte. Sie hatte damit einseitig eine Resolution des UN-Sicherheitsrates umgekehrt, die sie zumindest dem Wortlaut nach immer seit 1968 unterstützt hatten. Für den Fall, dass das und diese Abstimmung ernst genommen wird, ist zugleich die letzte Möglichkeit einer friedlich verhandelten Besiedlung erloschen. Aber noch mehr. Bush erklärte den Erzterroristen Sharon, während dieser die Gebiete plünderte, zu einem Mann des Friedens. Und er verlangte, dass Arafat, der die ihm zugedachte Rolle nicht länger zufriedenstellend ausfüllte, durch einen Premierminister ersetzt werden sollte, der den amerikanisch-israelischen Vorstellungen entsprach, nämlich Mahmoud Abbas. Und das, obwohl dieser im Gegensatz zu Arafat, Zitat aus der New York Times, keine breite Gefolgschaft hat. Zitat Ende. Das liefert uns weitere Belege für die Vision der Demokratie des Präsidenten. Als Bush seine messianische Vision zur Demokratisierung des Nahen Ostens vorstellte, nahm er in Kauf, dass der einzige demokratisch gewählte Führer der arabischen Welt in seinem Haus in Ramallah eingesperrt wurde, und zwar von einem Mann des Friedens. Go back to the front page New York Times story on the death of Arafat. The first paragraph reads,
The post-Arafat era will be the latest test of a quintessentially American article of faith, that elections provide legitimacy even to the frailest institutions. The last paragraph of the article on the continuation page reads as follows, the paradox for Palestinians is rich, however. In the past, the Bush administration resisted new national elections among the Palestinians. The thought then was that elections would make Mr. Arafat look better and give him a fresher mandate and might help give credibility and authority to Hamas. So the quintessential American faith then is that elections are fine if they come out the way we like, just as in the past, along with the what's called the paradoxical quality. Our deeds consistently conflict with our words. That's called inconsistency, although there's an easier way to describe it in simple language. Aber noch einmal zurück zu der New York Times Geschichte zum Tode Arafats. Im ersten Absatz heißt es dort, dass die Post-Arafat-Ära der letzte Test und jüngste Test für das uramerikanische Credo werden wird. Das Wahlen auch in noch so zerbrechliche Institutionen eine Legitimation einführen können. Und der letzte Absatz im Artikel heißt dann, dass das Paradoxon, Zitat, der Palästinenser extrem groß ist. In der Vergangenheit hat sich die Regierung Bush gegen Neuwahlen für die Palästinenser gewandt. Und damals war die Idee, dass solche Wahlen Arafat besser aussehen lassen und ihm einen neuen Auftrag geben würden und dass sie der Hamas Glaubwürdigkeit und Autorität bescheren könnten. Zitat Ende. Damit sieht das uramerikanische Credo wohl ungefähr so aus. Wahlen sind gut, solange sie ein Ergebnis bringen, das wir uns wünschen. Genau wie in der Vergangenheit und zusammen mit diesem Paradoxon steht fest, unsere Taten widersprechen unseren Worten. Das nennt man Inkonsequenz, obwohl es sich mit einfacheren Worten noch leichter beschreiben lassen würde. We learn more about the quintessential American faith and the prospects for peace and democracy by looking at the reporting of the death of Arafat. There was again a front page New York Times story. It opens by saying, Arafat was both the symbol of the Palestinians' hope for a viable independent state and the prime obstacle to its realization. He was never able to reach the heights of President Anwar Sadat of Egypt, who won back the Sinai through a peace treaty in Israel because he was able to reach out to Israelis and address their fears and hopes, unlike Arafat. Aber wir können noch mehr über dieses uramerikanische Credo und die Aussichten auf Frieden und Demokratie lernen, wenn wir uns die Berichterstattung über den Tode Arafats einmal mehr anschauen. Die Titelseite der New York Times hatte einen Artikel, der betitelt war, Arafat war sowohl ein Symbol für die Hoffnung der Palästinenser auf einen umsetzbaren und unabhängigen Staat und zugleich das Haupthindernis auf dem Weg dorthin. Nie hatte er die Größe, heißt es dort, des ägyptischen Präsidenten Anwar el-Sadat erreicht, der, Zitat, den Sinai durch einen Friedensvertrag mit Israel zurückgewonnen hatte, weil er in der Lage war, erneut Zitat, den Israelis die Hand zu reichen und ihre Ängste und Hoffnungen anzusprechen, ganz anders als Arafat. That reveals the joys of owning history. When we turn to the unacceptable facts, we find something different. In 1971, President Sadat of Egypt offered a full peace treaty to Israel in return for withdrawal from Egyptian territory, saying nothing about the Palestinians. Jordan did the same shortly after. Israel recognized it to be what it called a genuine peace offer, but decided not to accept it, preferring expansion to security. At that time, expansion was into the Sinai, where thousands of farmers were expelled into the desert
to clear the area for the old Jewish city of Yamit. The crucial question, as always, was what would the United States do? Well, the United States decided to back Israel's decision to follow Henry Kissinger's policy of what he called stalemate, no negotiations, only force. Sadat warned that if the United States and Israel refused diplomacy, he would have to go to war. And he did in 1973. That proved to be a very close thing for Israel, and in fact for the world. It even led to a nuclear alert. Kissinger realized that Egypt could not simply be dismissed, and he turned to diplomacy. That led finally to the Camp David agreements of 1978-79, when the US and Israel accepted Sadat's 1971 offer. That enters history as a triumph of American diplomacy. President Carter won the Nobel Peace Prize. In fact, it was a diplomatic catastrophe. The rejection of Sadat's 1971 offer led to war, suffering, and extreme danger. So also sieht das aus, wenn man tatsächlich im Besitz von Geschichte ist. Die nackten Tatsachen aber lesen sich anders. 1971 hat Anwar el-Sadat Israel einen umfassenden Friedensvertrag angeboten, falls Israel sich im Gegenzug komplett von ägyptischem Territorium zurückzieht. Dabei war von den Palästinensern überhaupt keine Rede. Jordanien hat kurz danach ein ähnliches Angebot gemacht. Und Israel erkannte das als ein echtes Friedensangebot, entschied sich aber dafür, es nicht anzunehmen. Stattdessen zog es die Expansion der Sicherheit vor. Und zum damaligen Zeitpunkt war es die Expansion in den Sinai hinein, wo Tausende von Bauern in die Wüste vertrieben wurden, um das Land für die rein jüdische Stadt Yamit zu räumen. Die entscheidende Frage war nun, und das ist ja immer die entscheidende Frage, was würden die USA unternehmen? Die USA entschlossen sich, die israelische Entscheidung zu unterstützen und Kissingers harte Gangart fortzusetzen. Also keine Verhandlungen, nur Gewalt. Sadat hatte damals gewarnt, dass wenn Israel und die USA die Diplomatie ablehnten, er zum Krieg greifen müsse. Das tat er dann auch 1973 und es stellte sich als eine haarscharfe Angelegenheit für Israel und die Welt heraus. Es kam sogar zu einem Atomwaffenalarm. Kissinger bemerkte, dass man Ägypten nicht einfach ignorieren konnte und so wandte er sich wieder der Diplomatie zu, die zum Abkommen von Camp David 1978-79 führte und in dem Israel und die USA Sadats Angebot von 1971 annahmen. Dies geht nun in die Geschichte ein als ein Triumph amerikanischer Diplomatie. Carter bekam sogar den Friedensnobelpreis. Tatsächlich aber war es eine diplomatische Katastrophe. Denn Sadats Angebot von 1971 abzulehnen, hatte zu Krieg, Leid und zu einer extremen Gefährdung der Welt geführt. How was Arafat the How was Arafat the prime obstacle to realization of a Palestinian state? Perhaps that was in 1976, when the United States vetoed a Security Council resolution calling for a two-state settlement on the international border with full guarantees for Israel's rights and security. And without running through the history, the record continues in the same way to the present. That settlement has been supported by almost the entire world, including a large majority of the American population. Large majority support what's called the Saudi plan, which was reiterated a few days ago by the Arab foreign ministers, a full peace, normalization of relations in return for withdrawal from the conquered territories. That was rejected by Israel and ignored, no response from the United States. Wo genau war also Arafat das Haupthindernis auf dem Weg zu einem palästinensischen Staat? Nun ja, vielleicht war es 1976, als der UN-Sicherheitsrat
unter Veto der USA eine Resolution verabschiedete, die eine Zwei-Staaten-Lösung verlangte auf der Basis der internationalen Grenzen, bei voller Garantie aller israelischen Rechte und bei Garantie der Sicherheit Israels. Dieses alte Lied hat es ja seither nun immer wieder gegeben und wir wollen uns die Einzelheiten nicht anschauen. Dabei wurden solche Pläne von fast der gesamten Welt immer unterstützt, einschließlich tatsächlich einer Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung. Der sogenannte Sabuti-Plan ist vor wenigen Tagen von den arabischen Außenministern erneut wiederholt worden. Er beinhaltet umfassenden Frieden, eine Normalisierung der Beziehung als Gegenleistung für den vollständigen Rückzug aus den besetzten Gebieten. Israel hat das zurückgewiesen und aus den USA gab es keinerlei Antwort. This continues right through the 1990s after Oslo, after the Oslo Agreement, alongside of continuing U.S.-Israeli expansion into the territories. The U.S. and Israel refused even to consider the possibility of a Palestinian state. Finally, in the year 2003, Bush's handlers decided that it was time for him to receive his vision of a Palestinian state, somewhere maybe in the Saudi Arabian desert. Since then, it's a journalistic convention in Europe as well to dedicate ourselves to Bush's vision, that is a pale shadow of the Palestinian state supported by virtually the entire world, including most Americans, for 30 years, but blocked by Washington, as it still is. The goals of the Israeli doves were explained in 1998 by Shlomo Ben-Ami, who was soon to become Barak's chief negotiator at Camp David. He wrote in Hebrew that the Oslo peace process was to lead to a permanent neo-colonial dependency for the Palestinians in the occupied territories with some form of local autonomy. Israeli settlement and integration of the territories proceeded steadily with full U.S. support, and as I mentioned, it reached its highest rate in the final year of Clinton's term and Barack's, the year 2000. Das zog sich weiterhin so durch die 90er und Oslo steht neben einer weitergehenden Expansion der USA und Israels in die Gebiete hinein. Beide haben die Möglichkeit der Bildung eines palästinensischen Staates niemals in Erwägung gezogen. Schließlich im Jahre 2003 beschlossen Bushs Handlanger, dass es an der Zeit sei, dass Bush seine Vision von einem palästinensischen Staat erhalten sollte, irgendwo vielleicht in der saudi-arabischen Wüste. Seitdem jedenfalls ist es journalistische Konvention in Europa und anderswo, dass wir uns der Bush-Vision verschreiben. Einem müden Abklatsch also eines Palästinenserstaates, wie er seit fast 30 Jahren von der gesamten Welt einschließlich der Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung befürwortet wird, von Washington aber immer wieder blockiert wird. Die Ziele der israelischen Tauben, wie sie 1998 deutlich wurden, und hier besonders durch Shlomo Ben-Amin, der schon bald Baraks Verhandlungsführer in Camp David werden sollte, waren in Hebräisch abgefasst von Ben-Ami. Dort heißt es, der Osloer Friedensprozess sollte zu einer, Zitat, dauerhaften neokolonialen Abhängigkeit in den besetzten Gebieten führen, gepaart mit irgendeiner Form von lokaler Autonomie, Zitat Ende. Mit voller Unterstützung durch die USA setzte Israel seine Siedlungspläne in den Gebieten stetig fort. Und wie schon gesagt, der höchste Zuwachs an Siedlungsaktivität wurde im letzten Amtsjahr von Clinton und Barack erreicht. The obituary for Arafat in the New York Times keeps entirely to the official history, which is flatly refuted by the actual history. It finally reaches Camp David 2000, provides the standard story. I'm quoting, Arafat walked away from a magnanimous Clinton-Barack offer of peace, later refused to join Barack in accepting Clinton's December 2000 parameters, thereby proving conclusively that he insists on violence, a depressing truth with which the peace-loving states, the U.S. and Israel, must somehow come to terms.
now the actual history. The actual history is that Camp David proposals divided the West Bank into three virtually separated cantons, all of them virtually separated from Jerusalem. It could not possibly be accepted by any Palestinian leader. It was also opposed by Abbas, the current U.S. favorite. It was easy to determine this. It was only necessary to look at a map. But that turned out to be impossible because although maps were readily available from the U.S. sources, they were published nowhere. Real discipline. A few months after the collapse of Camp David, Clinton presented his parameters, which were vague, but went further, much further, toward a political settlement, thereby undermining the official story about the magnanimous offer, which Clinton conceded to have been unacceptable. What was the reaction to the parameters? Well, Clinton gave his own version. What he said is, both Prime Minister Barak and Chairman Arafat have now accepted these parameters as the basis for further effort. Both have expressed some reservations. Again, that completely undermines the official story repeated in the New York Times. Ja, der Nachruf auf Arafat in New York Times hält sich ganz an diese offizielle Lesart, obwohl sie von der tatsächlichen Geschichtsentwicklung widerlegt ist. Es kommt schließlich zu Camp David im Jahr 2000 mit dem üblichen Verlauf. Eine Ablehnung des großmütigen Friedensangebotes, erstellt von Clinton und Barack, und später dann die Verweigerung an Arafat, mit Barack gemeinsam die Clinton-Parameter vom Dezember 2000 akzeptieren zu können, womit sich unmissverständlich zeigt, dass Arafat auf Gewalt besteht. Dies natürlich ist eine traurige Einsicht, mit der die friedliebenden Länder USA und Israel einen Umgang werden finden müssen. Die tatsächlichen Ereignisse zeigen aber, dass die Vorschläge von Camp David, die Westbank in faktisch getrennte Bereiche, die nochmal dazu von Jerusalem abgetrennt sind, aufzuteilen, für keinen Palästinenserführer jemals akzeptabel wären. Sie wurden auch von Abbas, dem gegenwärtigen US-Liebling, abgelehnt. Entsprechende Karten kann man zwar finden und sind über gängige Quellen zugänglich, wurden aber niemals veröffentlicht. Und wenige Monate nach dem Scheitern von Camp David stellte Clinton seine Parameter erneut vor. Sie waren vage, gingen aber deutlich weiter im Bereich möglicher Siedlungen und untergruben damit die offizielle Version vom großherzigen Angebot, von dem Clinton selber einräumt, dass es eigentlich nicht akzeptabel war. Und wie sahen nun die Reaktionen auf diese Parameter aus? Nun, hier hat Clinton selbst seine eigene Version geliefert. Zitat: Sowohl Premierminister Barak als auch der Vorsitzende Arafat haben diese Parameter als Grundlage für zukünftige Bemühungen akzeptiert. Beide haben auch einige Vorbehalte deutlich gemacht. Zitat Ende. Das untergräbt einmal mehr die offizielle Lesart, wie sie zum Beispiel in der New York Times vorherrscht. After that high-level Israeli and Palestinian negotiators proceeded to take the Clinton parameters as the basis for further efforts, and they addressed their reservations at meetings in Taba through January. And they reached a tentative agreement. Problems remained, but the Taba agreements went much farther towards a possible settlement than anything that had preceded, again completely undermining the official story about the magnanimous offer and Arafat's refusal. The negotiations were called off by Barak, Israeli Prime Minister, so the possible outcome is unknown. The European Union had an envoy, Miguel Moratinos. He presented a detailed report, which was accepted as accurate by both sides and prominently reported in Israel. I doubt that it was ever mentioned in the United States within the mainstream. Negotiations went on unofficially after Barak had called off the Taba negotiations. They continued with high-level participants from both sides, and they finally reached what are called the Geneva Accords,
which were presented formally in Geneva in December 2003. There were senior delegations and strong messages of support from all of Europe and from other relevant actors. The New York Times had a dismissive report which said the United States conspicuously was not among the governments sending a message of support. End of that story. Danach benutzten hochrangige israelische und palästinensische Verhandlungsdelegationen die Clinton-Parameter weiter als Grundlage für ihre Bemühungen und verliehen ihren Vorbehalten während der Treffen im Januar in Taba, wo Verhandlungen stattfanden, Ausdruck. Es kam auch zu einer vorsichtigen Einigung. Die Probleme blieben, aber die Einigung von Taba ging im Hinblick auf die Besiedlung viel weiter als alles bisher Dagewesene. Und auch das untergräbt einmal mehr die offizielle Lesart über jenes großherzige Angebot und die Ablehnung Arafats. Die Verhandlungen wurden dann von Barak abgebrochen und der Ausgang bleibt somit offen. Danach hat der EU-Gesandte Miguel Moratino einen Bericht vorgelegt, der von beiden Seiten als angemessen eingestuft wurde und der die Situation einschätzt und in Israel sehr große Beachtung fand. Ich bezweifle jedoch, dass er je in den USA in der gängigen Presse erwähnt worden ist. Die Verhandlungen wurden nach Baraks Verhandlungsabbruch inoffiziell, aber mit hochkarätigen Vertretern beider Seiten fortgeführt. Und im September 2003 wurde dann das sogenannte Genfer Abkommen erzielt und vorgestellt. Die hochkarätigen Delegationen erhielten sowohl aus Europa als auch von den anderen Seiten klare Unterstützungssignale. In der New York Times dagegen hieß es nur missfällig, die USA gehörten ganz klar nicht zu den Regierungen, die ein unterstützendes Signal sandten. Naja, so viel dazu. There's further commentary. It's mostly worthless, and I'll skip it. Not worthless, however, is crucial evidence that escaped notice. For example, the assessment of Israeli intelligence during these years. Amos Malka, the head of Israeli military intelligence, summarized the consensus, I'm quoting him, "The assumption was that Arafat prefers a diplomatic process, that he will do all he can to see it through, and that only when he comes to a dead end in the process will he turn to a path of violence. But this violence is aimed at getting him out of a dead end, to set international pressures in motion, and to get the extra mile." Es gibt noch andere Belege und Kommentatoren, aber die sind so wertlos, dass ich jetzt hier darauf nicht eingehen will. Bei näherem Hinsehen aber erschließt sich etwas, was jeder Kommentator wissen könnte und müsste, und zwar aus einer Quelle, die absolut nicht wertlos ist und die vielleicht der Aufmerksamkeit entgangen ist. Hierbei handelt es sich um eine Einschätzung des israelischen Geheimdienstes durch Amos Malka, dem Chef dieser Organisation, und er fasst die Situation wie folgt zusammen. Grundannahme war, Zitat, dass Arafat einen diplomatischen Prozess bevorzugte und dass er alles daran setzen würde, diesen Prozess durchzuhalten. Nur wenn er dabei in eine Sackgasse geriete, würde er sich für Gewalt entscheiden. Diese Gewalt aber zielt dann nur darauf ab, ihn aus der Sackgasse zu befreien, um internationalen Druck zu mobilisieren und Aufschub zu bekommen. Zitat Ende. Western journalists could easily have discovered these assessments of Israeli intelligence from easily accessible sources, even in English, but they preferred the official history. We should hardly be surprised to discover that the three prime examples of US-British nobility, Lebanon, Iraq, and Israel, turn out to be very familiar. Europeans have a choice. They can choose to be passive observers of continuing crimes and victims of the terror that the crushing of the Palestinians is likely to inspire. Or they can take the lead in turning the Middle East into a region of peace and greater freedom of justice, and justice, a goal that is surely not beyond reach. Westliche Journalisten
hätten all solche Bewertungen über leicht zugängliche Quellen finden können, sogar auf Englisch. Sie aber bevorzugten die offizielle Lesart. Es kann uns eigentlich nicht überraschen, dass uns die drei Beispiele des Libanon, des Irak und Israels zur amerikanisch-britischen Vornehmheit irgendwie immer bekannt vorkommen. Die Europäer haben die Wahl. Sie können sich für die Rolle des passiven Beobachters von fortwährenden Verbrechen entscheiden und damit vielleicht sogar Opfer eines Terrors werden, der höchstwahrscheinlich durch das Zerquetschen des palästinensischen Volkes inspiriert wird. Oder aber sie übernehmen eine Führungsrolle dabei, den Nahen Osten in eine Region des Friedens und der größeren Freiheit und Gerechtigkeit zu verwandeln, ein Ziel, das wohl nicht unerreichbar ist.